dieses Haupt. Ich weiß. Kann jemand eine gute Geistergeschichte? Ich habe eine Geschichte. Ich drehe das Laut aus. Gut. Okay, halten Sie auf. Es war ein Mädchen, das an einem Abend Babysitter wäre, wenn die Eltern die Kinder fuhren von einem wilden Weg zu gehen. Der Babysitter war irgendwie nervös, als in einem großen Haus, wie das in den Abend ganz allein mit einem kleinen Kind. Die Mutter der Familie sagte, dass sie in der Lage, meine Hand unter den Kuscheltischen kleben, sodass der Hund würde sie liegen, damit sie ruhig geworden war. Okay, dachte sie. So gingen die Eltern und das Kind war schon eingeschlafen. Gib mir die Taschenlampe. Danke. Sie setzte sich an den Küchentisch und wurde eine Sitzung zu lesen. Plötzlich etwas hört sie von oben, sie auf den Schenkel aber nicht sehen. So geht sie in die Küche, auf dem stand der Hand unter dem Tisch. Sie hat eine wenig Angst. Wusste? Nein, nicht. Der Hund lag ihre Hand, als ihre Mutter es tun würde. Ah! Es war jemand da! Jetzt will ich nicht mehr lesen. Ich kann lesen. Danke. Danke, danke. Nach einer Weile etwas hört sie wieder. Dann klebt sie ihre Hand unter den Tisch. Wieder so, dass der Hund lecken ihre aufsieht. Sie bekommt einen wenig ruhiger, aber nach einer Weile bricht es in der Oben auf sie läuft. Das Kontrolle, wo der Hund in der Wanne seinen Kopf aus der Kind gehackt wird, im Bett ermutet ist. Ich bin besser in Lesen. In der Panik auf dem Küchen ist das ein Patsch. Wo sie sind, die Leute können, hängt der Ochse. Mittagen! Wie